Und wieder hier angelangt, wie letztes Mal ja schon gesagt. Wir haben letztes Mal ein bisschen verkackt. Und hier kommen jetzt ziemlich viele Viecher auf mich zu. Werde ich mich jetzt hier reinwagen. Das ist aber ein extremes Strahlenniveau jetzt hier. Ich habe den Anzug auch gewechselt. Na, ich boxe das runter, dann ist das direkt fast wieder da. Boah. Es ist auf jeden Fall sehr hart, sich hier durchzukämpfen. Sollte mich auf jeden Fall von Autos und Co. fernhalten. Na super, der hat mich voll erwischt. Wo ist er? Kleiner Stinker. Hä? Oh. Da. Okay. So. Wir sind hier immer noch im roten Wald. Das ist aber ein klein wenig verstörender als gedacht. Denn wir haben Halluzinationen. Und ähnliches. Und uns ja natürlich zu Gemüte führen. Und jetzt sollen wir hier auch noch, einen Schaden? Nee. Jetzt sollen die uns natürlich ablenken und Co. Und jetzt haben wir hier noch Leute stehen, also Party People, die uns auch noch ans Leder wollen. Das heißt, es ist ein sehr ruhiger Tag in Stalker. Na, von... Oh, der steht aber gut. Aber der, ja, der hat mir noch ein bisschen Munition. Also der hat einfach nur eine höhere Feuerrate. Einfach um. Endlich. Das ist nur die Frage, wo ist denn der Rest? Da. Direkt erwischt. So, das war's wieder mit der Munition. Uiuiui. Langsam verliere ich auch ein bisschen den Überblick hier. Na, wer schießt? Wer schießt? Ich sollte auch nochmal auf den Tacho gucken. Ja. Blöd ist, hier sieht man auch kaum das Fadenkreuz noch. Die haben natürlich auch alle verschiedene Waffen. Was ja auch nicht so geil ist. So. Da ist auf jeden Fall genügend Nachschub da. Ja, ich glaube, da hinten müssen wir sogar rein. Dann machen wir das. Ach, ich glaube, das sind, ich glaube, Monolithen heißen sie, ne? Glaube ich zumindest. Die das hier bewachen. Oder? Ja, Monolith. Oder Monolith. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, die bewachen das ja hier. Boah. Knappes Ding, knappes Ding. Ich hoffe, uns erwarten jetzt nicht noch mehr, Überraschungen. Das ist schon krass, was wir hier gerade aushalten müssen. Und ich würde sagen, nächstes Gebiet, bis sofort. Und jetzt hier unter dem roten Wald. Ich weiß nicht, wie das Gebiet jetzt hier heißen soll. Mir fehlt da so ein bisschen Story im Hintergrund. Leider Gottes. Aber wir haben jetzt jede Menge Granaten, mit denen wir werfen können. Schaffen wir es durch den Schlitz? Natürlich nicht. Weg hier! Jetzt wissen sie auf jeden Fall schon mal, dass wir da sind. Hm, lief ja nicht so krass, ne? Oh, hier oben ist hier ein Zunder.
So. Machen wir so. Und machen wir mal so. Direkt alle was fressen. Und zack. Na, wir sollen ja den Hirnschmelzer ausmachen. Ich denke mal, das ist ja jetzt das, worauf wir abzielen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der? Der ist wahrscheinlich über, ne, unter uns ist der, ne? Oh, hier haben wir aber einen Aufzug voller Lava. Ah, das lässt sich ganz gut sehen, ne? Hier ist wieder so ein ganz gruseliges. Finde ich ja nicht so cool. Gruselig ist nicht gut für mich. Mich und meine Nerven. Oh, jetzt müssen wir wieder einen Code holen. Ah. Und hier ist wieder üble Verstrahlung. Aber bisher ist hier nichts wirklich passiert, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Ah, da kommt schon was. Na? Kann so ein Vieh so viel aushalten? Ich, wie gesagt, ist entschuldigt, dass ich nicht so viel rede. Ich muss mich hier voll drauf konzentrieren. Dass das alles auch wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle und ich mich jetzt nicht zu Tode erschrecke. Bin noch ein bisschen heiser. Mittlerweile. Es kommt mir das so vor, meine Stimme ist total so. Die neue Beschreibung. Ja, wie ist denn deine Stimme so? Jawohl. Genau so ist meine auch. Hallo. Ich komm rein. Ein Gitter. Ich höre fliehende Ratten. Gefällt mir gar nicht. Mal lieber mal ein Safe. Solche Räume sind nie cool. Passiert immer was Schreckliches. Ich will dann nur hier rein und einen Knopf drücken und dann schnell wieder raus. Das ist ja super. So ein klein bisschen Schiss gerade. Deswegen nochmal speichern. Ah, hier muss doch was sein. Okay. Seltsam, seltsam. Das ist wieder super. Wir haben ja auch wieder mitten in der Nacht, ne? Und meine Nachbarn trampeln oben mal wieder Rambazamba rum. Das ist natürlich sehr vorteilhaft gerade für diese Stimmung hier. Hier komme ich her, ne? Ich glaube schon. Ja, hier komme ich her.
Ja. Was war das? Nicht aufgesammelt, okay. Die Tür ist abgeschlossen. Oben lang können wir auch nicht. Ah, hier kommen wir runter. Ah. Lustig ist ja, ich hab noch was getrunken. Da kommt da besonders gut hier. Mein Kopf füllt sich mit allen möglichen Dingen. Nur nicht mit denen, die ich sollte. Langer Raum bedeutet meist Typ, der einen ran und rauszieht. Ah gut, ich bin... Ja, ich weiß, ihr könnt da sagen, hier, ja, Sparky Wizard, Alter, Angsthase. Ich muss jetzt erstmal ins Bett, das ist nichts mehr für mich heute. Entschuldigt den kurzen Part, aber hey. Dafür gab's ein paar längere mittlerweile. Also ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Tag, schönen Mittag, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid, wie die Tageszeit ist. Ciao.